Also, was Temperatur angeht, es geht. Waschte. Kannst du? Es war weg nach dem Spielstand laden. Was geht hier vor? Okay. Du gehörst nicht zu denen. Ganz ruhig. Ich bin hier, um dich zu befreien. Ich kann nicht gehen. Mein Knöchel. Sie waren nicht gerade sanft zu mir. Dann werde ich dich tragen. Wer bist du, dass du so viel riskierst, um mich zu retten? Eine Freundin. Von Elorik? Geht es ihm gut? Der arme Junge. Nicht von deinem Bruder. Von jemandem, der eine Freundschaft wiederbeleben will. Ich versuche gerade hier den Ausgang zu finden. Werden wir es schaffen? Ich habe hier alles abgemurkst, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Sollte ich mich hier lieber vermummen. Das sieht doch ganz gut aus. Sie schlugen mich. Das ist nicht nett. Sanfter, bitte. Ruhig, du bist bald in Sicherheit. Oh, mit dem Nebel hier. Oh, schön. Mein Knöchel. Oh. Schmerzen. So ein bisschen den Knöchel gekühlt. Schmerzen. Ich habe den Knöchel gekühlt, jetzt sei mal nicht so. Bei den Heiligen! Du bist es, Schwester! Gesund und munter! Ruh dich nur aus. Bald wirst du wieder auf den Beinen sein. Alfida! Hat man dir wehgetan? Es braucht schon mehr als ein paar Weichlinge, um meinen Willen zu brechen. Einen Knaben halb tot zu schlagen, weil er ein Brot stibitzt hat? Nicht mit mir. Knurrende Mägen bedeuten diesen Mietklingen nichts. Elorik, sieh dir die Welt an. Sie ist grausam und finster für alle, die nicht für sich selbst einstehen können. Alfida, können wir unter vier Augen sprechen? Er ist ein guter Junge. Doch ohne einen Vater, der ihn aufzog, ist er leider etwas verweichlicht. Du hast ihn allein aufgezogen? Wo waren eure Eltern? Sie starben durch die Seuche, als er 3 Monate alt war. Und Freier machen einen großen Bogen um dich, wenn du ein Kind an der Zitze hast. Doch nun zu dir. Warum hast du nach mir gesucht? Ich lebe noch. Ich bin auf Geheiß des Alldamals Birstan hier. Er fragt sich, ob du ihn noch mal lieben könntest. Ihn lieben? Der gute Birstan. Er erinnert sich noch. Oh ja. Ich habe selbst manches Mal an ihn gedacht. Doch mit meinem Bruder am Rockzipfel hatte ich keine Zeit, ihm nachzutrauern. Er hat immer nur an dich gedacht. Und da seine Frau nun ins Frankenreich zurückkehrt, hat er mich zu dir geschickt. Wie sollte das gehen zwischen ihm und mir? Ich bin eine arme Frau, das war ich schon immer. Aber der Aldermann, oh Gott, steh mir bei. Ich wage es. Hallo. Wie könnte ich auch nicht? Herrgott. Er kommt, wenn du ihn rufst. Wenn das Feuer entzündet wird, reitet er her, um dich zu treffen. Elorik, komm her und setz dich zu uns. Ich muss dir etwas sagen. Meine Apfelblüte. Bist du es wahrhaftig? Ich bin's. Auch wenn sich jetzt die Krähenfüße um meine Augen scharen. Sie leuchten noch immer wie damals, als wir Kinder waren. Hat Eivor dir alles erzählt? Ja, das hat sie. Und wirst du mich nehmen, Liebste? Mein Herz mag vor Aufregung zerspringen.
Lass ihr Zeit, Birster. Eine überhastet entflammte Leidenschaft verbrennt schnell zu Asche. Natürlich, du hast vollkommen recht. Und wir haben ein ganzes Leben, um wieder einzufangen, was uns entfleucht ist. So lang dauert es hoffentlich nicht. Und dieser junge Bursche ist Elorik, Alfidas Bruder. Hallo, eure Hochwohlgeborenheit. Ich bin Birstan, nicht mehr, nicht weniger. Und du bist ein feiner Jüngling von... So bin mal müde und koch mir mal was Sommer. Lächelndes Smiley. Er ist meine ganze Familie, Birstan. Die Banane. Wenn ich bleiben soll, bis musst du uns lächelndes beide in dein Smiley. Damit ist eine Hälfte unseres Handels abgeschlossen, Birstan. Ich melde mich, wenn ich etwas Neues weiß. Heißt das, wir ziehen aus Meldon weg? So ist es, Bursche. Ihr kommt zu mir nach Colancaster. Vielleicht kann ich dir die Freuden der Jagd nahebringen. Der hat auch kein ganzes Elorik, Leben bevor mehr. Ihr geht, empfehle ich der dir sieht schon etwas gebraucht aus. Spaziergang um den See. XD. Gut, dass du gebraucht und nicht verbraucht gesagt hast. Oh, das ist schon irgendwie süß. Und nun zur Entführung. Estrid erwartet mich schon. Ist schon süß. Ich kann nicht glauben, dass du zu mir kommst, nach all den Jahren. Ich habe nie aufgehört, an dich zu denken, Alfida. Ich hatte seinen Charme vergessen. Er ist so kindlich und versessen darauf, mich glücklich zu machen. Dieser liebevolle Esel. Kann ich jetzt mit... Sich nicht verändert. Die weichen Kurven, die erdige Stärke. Sie wird eine gute Frau. Mhm. Okay, das haben wir. Hier oben ist jetzt noch was. Das hole ich mir eben. Emir-Bashur. Die erdige Stärke. Dafür hätte ich aufs Maul bekommen. Du bist halt auch kein alter Mann, oder? Bist du ein alter Mann? Die dürfen das. Außerdem ist das ja nicht das Einzige, was er gesagt hat. Ich glaube, da macht das die Kombination. Nein, nur ein gewöhnlicher Allmann. Ah, schön. Was ich mich mal gefragt habe, diese ganze Allmann-Geschichte, ne? Sind Frauen auch Allmänner? Oder sind das dann Allfrauen? Das ist eine Frage, die habe ich mir wirklich gestellt. Guten Tag. Allmanns sind Allmanns. Ja, früher hätte man dazu gesagt, spießig. Aber spießig sagt man ja heutzutage nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe so... Strichbarschuhe. Wenn sie deutsch sind, sind es Allmann-Stern-Innen. Allmann-Innen. Okay. Ich weiß noch, als meine Mutter mich das erste Mal hier besucht hat. Hier treiben sich böse Geister herum. Wir haben in der Küche so Halbvorhänge. Also die man in der Mitte so aufhängt und so. Auf jeden Fall, meine Mutter hat das gesehen und sie meinte so, boah, ich hätte nie gedacht, dass du mal spießig wirst. Und ich so, was? Warum? Du hast Halbvorhänge. Was? Das ist so Vorstadt. Was? Gedisst von der eigenen Mutter. Ja, es gab doch mal diese, war das nicht eine Sparkassenwerbung oder so? Wenn ich groß bin, will ich auch Spießer werden? Dieser Bauspargedöns? Das war doch diese Bauspargeschichte, Sparkassenwerbung. Ja. Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Ja, weil wir diese Halbvorhänge haben. Ja. Sie hat ja auch nie gesagt, dass sie nicht spießig ist. Obwohl, meine Mutter ist alles andere als spießig. Meine Mutter ist nur alles andere als spießig.
Ja. Nee, ich glaube da nicht. Nee. So ist es besser. Komm ich da durch? Okay, das sieht fies aus. Kam gleich nach mein Kind, mein Sohn, mein alles, meine Altersvorsorge und das Neugeborene zeigt ihm einen Vogel. Ja. Sehr schön, sehr schön. Das waren noch lustige Werbespots. Ich glaube, das war so zu der gleichen Zeit wie diese Vielmann-Werbung mit dem Kind, was nichts sehen konnte und überall gegengelaufen ist. Fand ich auch ultra lustig. Oder die kotzende Blume wegen der hässlichen Brille. Oh mein Gott. Das war auch so, das war pures Gold. Das war so Werbespot, pures Gold. Kotzende Blume. Bester Werbespot. Oder damals, wo es noch zwischen McDonald's und Burger King diesen Disc gab und dann so irgendwie ja, grillen bei Burger King und du siehst dann so diese das Fleisch auf den Grill und so. Und grillen bei McDonald's und dann hörst du nur so zirp, zirp. Aber nicht so gut wie die kotzende Blume. Und dem Kind, was überall gegengelaufen ist. Und nein, ich bin kein schadenfroher Mensch. Da hinten. Oh, lass mich raten, das ist wieder ein Tattoo, ne? Die kenne ich schon alle gar nicht mehr. Was? Gib mal bei Google Vielmann Blume ein. Ich glaube, das war eine Vielmann. Ja, ich weiß. Warte, jetzt quatscht sie gleich wieder. Ich kümmere mich gleich um dich. Ja, gleich. Guck. Die mit der kotzenden Blume. Apollo, Entschuldigung, dann war es keine Vielmann-Werbung. Vielmann war das mit dem Kind, was überall gegengelaufen ist. Und dann such mal nach Apollo kotzende Blume oder Apollo Blume. Oder ich erinnere mich nur an wenige, bin ja noch 2-3 Jährchen jünger. Harte Drohne. Okay, geht da hin. Wow. So eine knappe Geschichte. Aber ich konnte sie auch nicht einsammeln. Shit. Die ist gut, sag ich doch. 2-3 Jährchen jünger. Aber bei DM-Werbung setzt bei mir langsam aus. Da bist du ja, Eivor. Du meinst D-Mark-Werbung? Brille für 99 Mark. Achso, ja. Die gute deutsche Mark. Aber wir haben ja eh festgestellt, wir sind hier so ein alter Haufen. Also. Ich glaube, so das Durchschnittsalter ist wirklich so Anfang 30. Ende 20, Anfang 30. Das müsste hier so das Durchschnittsalter von allen sein. Immerhin kenne ich noch Floppy und Mark. Ja. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. So, komm. Ach Gott, okay. Hey, da liege ich voll im Durchschnitt, nice. Also das ist jetzt, ich habe jetzt keine Fakten dafür, weil dafür kenne ich nicht von jedem Einzelnen hier das Alter, aber ich weiß so ungefähr, jedenfalls von denen, die hier schreiben, das ungefähre Alter.